Okay, Gold haben wir mehr als genug da, dass die eine Weile mit dem Tragen beschäftigt sind. So, und da wir wollen, dass die mal eine gerade Menge tragen. Lassen wir den mal ein bisschen idlen, indem wir ihm Befehle geben. So. Jetzt haben beide geidelt und jetzt dürften sie nur noch Gold transportieren. Ja. Das heißt, ich kann hier weitermachen. Ja, also da ist Dreier Schwertkämpfer. So, und wenn nur noch zwei wieder drin sind, dann fange ich wieder an mit der nächsten Fuhre Kinder. Jetzt müssen wir aber erst wieder auf Gold warten. Oh, du bist schon mit der nächsten Fuhre Geschirr unterwegs und wow. Na gut, du bist jetzt voll mit Nahrung und Schlaf. Das heißt, das dürfte eine Weile heben und du dürftest dich wieder auf 100 hochheilen in der Zeit. Ich hoffe einfach mal, dass Heilung nicht zusätzlich Nahrung verbraucht. Ach so, du transportierst gerade gar kein Gold, weil wir hier mehr als genug Gold haben. Sagen wir so, wenn du von deiner nächsten Fuhre zurück bist, dann sollten wir wieder anfangen mit den nächsten Kindern. Ja, drei Mal müssen wir noch Kinder kriegen. Je nachdem, wie groß die Maya-Siedlung ist, sollten wir das eigentlich auch noch in dieser Aufnahmesession schaffen. Das ist jetzt dann die vierte, glaube ich schon. Oder ist es erst die dritte? Ich glaube, es ist erst die dritte. Aber ja, man merkt, das ist wieder mal eine lange Mission, weil wir Militär aufbauen müssen. Gerade das Schwertkämpfer kriegen. Ja, das Gold bringen dauert eine Weile. So, wenn sie das gerade für den nächsten gebracht haben, dann. Öbel geht noch einigermaßen. Also ja, wenn er von seiner nächsten Fuhre zurück ist. Also die, die er jetzt gerade antritt. Wie sieht es mit einem anderen aus?
Ah, der bringt Gold. Gut. Der ist noch da unten. Ist aber auch wieder fast voll geheilt. Wie sieht's mit Sven aus? Sven ist voll geheilt. Gut. Das heißt, darum sollten wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Ja, und der kann mit der Nahrung nirgends hin. Ja. Dann helfen wir da mal nach. Wenn ich eigentlich allen sage, also ja, ich habe mittlerweile dank einem Kommentar, ist nicht, wenn ich mal Kommentare kriege in den Videos, erfahren, dass es auch geht, wenn ich einfach einen auf der Map rechts klicke, das Radial-Menü aufzurufen. Und da stürmen sie alle rein und futtern sich die Bäuche voll. So. Okay, Schwertkämpfer. Sven. Nee, Sven ist noch nicht auf dem Rückweg. So, Kaserne verlassen. Können wir nicht einfach das Heu zu Gold spinnen, wenn wir sowieso schon zu viel Weizen haben? So, Kaserne verlassen. Ja, will. Das heißt, Svens Frau kann schon mal sich ein Kind wünschen und wenn er dann zurück ist, wiederholen wir das ganze Spielchen. Währenddessen bringen die hier fleißig Gold. Du bist wieder dabei, Geschirr zu verkaufen. Wie sieht unser Geschirr aus? Gut genug. Wie sehen unsere Lehmklumpen aus? Lehm, Lehm, Lehm. Wir haben kein Lehm mehr. Okay. Das heißt, der Lehmarbeiter darf jetzt mal wieder groß Angelegenheit machen. Oh, und Sven ist da. Gut, das heißt. Alle kriegen Kindlein. So. Schusterei steht schon eine Weile leer. Er ist wieder voll mit Nahrung, aber wir kriegen jetzt auch wieder Leder rein.
Jo. So, das ist jetzt die letzte volle Fuhre Schwertkämpfer. Ich glaube, sobald die erwachsen ist und Sven wieder auf dem Rückweg ist. Oh, du bist hungrig, ja? Hm. Bist ja auf dem Heimweg. Weißt du was, wir verschaffen dem Ganzen etwas Abhilfe. Das Gold verliert er ja nämlich nicht, es wird gespeichert. Auch seine Routen werden gespeichert. So. Einfachster Weg. Kinder sind es wieder 8. 7? Welches? Ah, da. Dich habe ich übersehen. So, da kriegst du noch schnell ein Kind. Du bring mein Gold. Wie sieht es hier unten mit dem Gold aus? Na, noch kriegt er sein Soll hin. Und wir bauen wieder die Goldnuggets aus dem Lager ab. Auch gut. So, da ist jetzt noch ein Kind. Wenn nicht, können wir auch eine Folge überziehen, wenn wir es nicht ganz hinkriegen mit der Armee, bis die Aufnahmesession vorbei ist. Dann wird die nächste halt eine Folge kürzer. Es wird doof, wenn wir jetzt kurz vorm Sieg abbrechen. Ja, Sturler. Gunnar, Erik, Bersi.